Heute sieht es auf der Strasse vom Seetal noch ganz normal aus. Aber das Gebiet im Schweizer Mittelland, das seinen Namen am Baldeckersee und am Halwilersee mit seinen alten Schlossanlagen zu verdanken hat, wird schon bald mit Figuren aus der Fabelwelt bevölkert sein. Der René Bossard, Direktor von Seetaltourismus, kennt Details. Ab dem Frühling 2018 werden wir verschiedene Aktionen lancieren, die sich rund um das Thema Drache drehen. Damit wollen wir Seetal als Destination für Familien präsentieren und auch positionieren. Das Schloss Lenzburg mit der modern inszenierten Fauche und mit dem Medienzimmer zum Thema Drachen war der Marketingidee eine Vorlage. Genauso wie der Luzerner Hausberg Pilatus, der im hinteren Seetal am Horizont sichtbar wird. Gemäss alten Sagen sollen zweibeinige Drachen mit Flügeln schon in der frühen Neuzeit in der Region um den Pilatus Heil- und Wundertaten vollbracht haben. Der deutsche Universalgelehrte Athanasius Kircher hat schon im 17. Jahrhundert berichtet, wie ein Drache einen verunfallten Mensch aus einer Höhle gerettet hat. Im Schloss Heideck sollen sättige oder ähnliche Geschichten im nächsten Jahr im Zentrum für Drachenforschung nachzulesen sein. Es ist vorgesehen, dass wir eine Hochschule für Drachologie, ein Zentrum für Drachenforschung werden schaffen. Hier innen ist der Drachenforscher tätig. Er hat einen Raum zur Verfügung, der gefüllt ist mit Büchern über Drachen, mit Drachengeschichten, die aber auch Instrumente sind, die er braucht für seine Drachenforschung. Das alles soll die Fantasie anregen und Besucher neugierig machen, ob sie echt im Seetal Drachen finden. Weil gesehen hat man sie noch nie hier und wissenschaftlich sind sie auch nicht erhärtet, dass es hier mal Drachen gegeben hat. Ein Drachenbuch für Kinder und Familien ist das erste Teilprojekt. Der weißrussische Buchillustrator Andrei Fedorchenko entwirft in seiner Wohnung in Aarau, die gleichzeitig auch sein Atelier ist, Drachen in unterschiedlichen Formen und Gestalten. Der Fedorchenko ist ein Absolvent von der Moskauer Polygraphischen Hochschule Kutemas. Sie hat weltberühmte Künstler wie den Malevich, den Kandinsky und den Rodchenko hervorgebracht. Im Fedorchenko sind Wasser-, Feuer-, Luft- und Erddrachen inklusive Stammbaum sind Vorbilder für verschiedene Tourismusaktionen im Seetal. Auf der Crowdfunding-Plattform ideenkicker.ch sucht Seetaltourismus Geldgeber für die Finanzierung des Buchs mit der Geschichte vom Schweizer Autor Dan Wiener. Eine Investition, die sich aus der Sicht des Werber und Tourismusexperten Raphael Enzler lohnt. Dass man fiktive Figuren im Tourismus braucht, um Erlebnis spannender zu machen, um Geschichten zu erzählen, ist nichts Neues. Ich denke hier an den Zwerg Bartli in Brunwald, an den Zwerg Muckenstutz auf dem Hasliberg oder auch an Papa Moll im Bad Zurzach. Was neu ist, ist, dass wir versuchen, eine Geschichte über eine ganze Region hineinzulegen. Wir sind damit eigentlich die grösste Erlebnisinszenierung, die es je in der Schweiz gegeben hat. Mit einem schönen Schloss hätte man vielleicht vor 20 Jahren noch Leute anziehen können. Gemäss Raphael Enzler, der 13 Jahre bei Schweiz Tourismus für das Marketing verantwortlich war, sind Geschichten wie die vom Seetaler Drachen voll im Trend. Im Zeitalter von Informationsüberflutung ist es immer wichtiger, dass man Informationen so überträgt, dass es die Leute behalten können. Und Geschichten sind ideal dafür. Das nutzt auch das Marketing im grossen Stil. Und wenn man zurückschaut, ist es nichts Neues. Denken an ein Loch Ness, das sich über Jahre als Mythos gehalten hat. Ob Drachen im Schweizer Seetal auch seetauglich sind, das wissen ihre Schöpfer noch nicht. Die Schifffahrtsgesellschaft Halwilersee hätte aber sicher nichts dagegen. Ohne Seerundfahrt können Drachenfans dem Geheimnis nämlich nicht auf die Schliche kommen.